Amerikaner scheinen Spaß daran zu haben, ihre Büros zu verstecken. Während die Spieleschmiede Ironstorm nur erreichbar ist, indem man eine Aufzug-Umsteigeaktion in Kauf nimmt, hat sich Ritual Entertainment oberhalb eines Restaurants verschanzt. Um Ihnen eine exklusive Videoreportage über Heavy Metal Fuck 2 präsentieren zu können, mussten wir uns zunächst den Weg durch eine Bar texanischer Prägung bahnen, um uns letztendlich in düsteren, dungeonartigen Räumlichkeiten wiederzufinden. Am Anfang war das Vibe. In Heavy Metal Fuck 2 schlüpft der Spieler in die Rolle einer Amazone namens Julie. Diese hat ein Vorbild aus Fleisch und Blut, Julie Strain, Darstellerin in zahlreichen B-Movies und ehemaliges Penthouse-Girl, stand den Entwicklern Modell. Das Spiel basiert auf den gleichnamigen Comics und einem Zeichentrickfilm, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Ähnlich wie in Tomb Raider steuern sie die Heldin meistens aus der Verfolgerperspektive. Aus dramaturgischen Gründen wechselt die Kamera in bestimmten Momenten ihre Position, so dass der Spieler Julie in ihrer vollen Pracht erblicken kann. Die junge Dame will ihren Heimatplaneten Fuck 2 vor einer Invasion durch die Truppen eines Außerirdischen namens Gif bewahren. Diverse Kampfeinlagen mit Schwert oder Laser sind die logische Konsequenz, wie in dieser Sumpfwelt zu sehen. Im Lauf des Abenteuers findet der Spieler weitere Waffen und Julie lernt neue Angriffsvarianten und Bewegungen dazu. So soll sie beispielsweise Schläge mit einem Schild blocken können. Geschicklichkeit ist ebenso gefragt. Hier springt Julie von einem Felsblock zum anderen. Sie muss den beiden Irrlichtern folgen. Tut sie das nicht und erwischt sie den falschen Block, ist es vorbei mit ihrem jungen Leben. Wie Lara beherrscht die Kriegerin auch die Kletterkunst. Fuck 2 soll nicht nur Actionfans ansprechen. Etwa 50% der Zeit verbringt der Spieler nach Angaben des Herstellers damit, Rätsel zu lösen. Technisch ist Rituals Projekt über jeden Zweifel erhaben. Ob der Spielspaß stimmt, soll sich im März oder April zeigen.